Moin aus Pamela Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Skin bewerten Video, nämlich heute sind die blauen Skins dran. Wir beginnen mit dem Schaltkreiskiller, er kriegt von mir 6 Punkte. Dann die weibliche Version, die Hackerin, bekommt ebenfalls 6 Punkte. Absoluter Nullpunkt bekommt 1 Punkt, finde ich absolut hässlich. Raufboldin kriegt 3 Punkte von mir. Der Farbenbomber bekommt 9 Punkte. Der Bandit bekommt auch einen Punkt. Der First Strike Spezialist finde ich eigentlich relativ sick, aber ich finde diese Armmuster da nicht so nice. Deswegen bekommt der nur 8 Punkte, sonst wäre es eine volle 10 gewesen, glaube ich. Dann der Infilator, ja, bekommt 2 Punkte. Munitionsexpert bekommt 8 Punkte. Recon-Expert bekommt 3 Punkte. Arktis-Assassinen bekommt 4 Punkte. Recon-Scout bekommt 9 Punkte von mir. Habe ich auch noch nie gesehen. Wenn er nochmal in den Shop kommen sollte, werde ich ihn mir auf jeden Fall direkt holen. Ist, glaube ich, die männliche Version. Nee, aber auf jeden Fall gibt es eine weibliche Version davon, die ziemlich selten ist. Aber ich weiß nicht mehr. Aber die miese Marodeurin ist es nicht, glaube ich. Naja, auf jeden Fall ist das der Recon Scout. Dann Spezialistin bekommt 7 Punkte. Miese Marodeurin. Da muss man nicht so drüber reden. Bekommt 10 Punkte von mir. Finde ich absolut nice. Spezialkommando, viele hassen ihn, viele mögen ihn. Ich bin einer, der so mittelmäßig auf ihn wirkt. 7 Punkte kriegt er von mir. Überlebenskünstler kommt jetzt. Bekommt 8 Punkte. Schnorchel-Ops bekommt auch 8 Punkte. Ariel Assault Trooper ist auch ein ganz seltener Skin. Bekommt von mir. Bekommt von mir solide 8 Punkte. Dann Hyperion bekommt 6 Punkte. Ich habe ja im letzten Video schon mal gesagt, ich mag diesen Typen ja nicht. Blenden, die weibliche Version davon, bekommt 7 Punkte. Sage Sergeant, wie heißt er nochmal? Irgendwas mit Wirbel. Keine Ahnung, ich finde den nicht so nice. Ist halt Ben, bekommt 3 Punkte. Heller Angreifer, bekommt ebenfalls 3 Punkte. Grelle Angreiferin bekommt 4 Punkte. Obwohl, nee, die bekommt auch 3 Punkte. Midnight Ops. Ein Punkt. Dann die Chrom-Skins bekommen beide so 4 Punkte. Sprungwurf bekommt 8 Punkte. Dreifachbedrohung bekommt 2 Punkte. Ich feiere die Frau gar nicht. Spitzname bekommt 3 Punkte. Glücks- und die Glücksjägerin, der letzte blaue Skin, bekommt 2 Punkte. Und die blauen Skins sind die meisten Skins. Und falls ihr euch für das epische Reaction-Video freut, könnt ihr es auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Das wird jetzt gleich auch noch kommen. Ich lade alles heute hoch, aber ich wollte das nicht alles in einer Folge hochladen, weil es sonst zu lange dauert. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.